Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Sven zockt Police Simulator Patrol Officers. Ich bin Sven und ich zock das jetzt mit euch. Auf geht's. Es ist ein neuer Tag im Büro und wir haben wieder neue Schichten, an die wir uns ranwagen können. Und zwar heute Baytown. Das ist ein neuer Stadtteil, den wir neu freigeschaltet haben. Wir haben den Callahan Finanzsektor und hier sind irgendwie zwei andere Stadtteile, Callahan und Jefferson. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die rot sind. Das habe ich noch nicht verstanden. Aber das macht ja nichts. Wir nehmen Baytown, weil wir das, glaube ich, neu dazu bekommen haben. Wir haben eine Fußgängerstreife. Ich weiß noch nicht, was das genau bedeutet. Wir fangen mal einfach an. Und da gucken wir, was uns da heute so erwartet, gell? Ich glaube, zu Fuß ist halt sowas wie Strafzettel verteilen auf Auto. Ja, siehst du, da haben wir es doch. Stelle Strafzettel aus. Alles klar. Dann sind wir doch heute die kleinen Strafzettel-Leute. So, mal kurz gucken. Ton habe ich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, ihr auch. Und dann schauen wir mal, was uns hier so Sie erwartet. hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Alles klar. Wir sind heute Park-Situationsmenschen. Und wir haben hier direkt No Parking. Montags. Okay, Montag haben wir ja nicht. Von daher ist das egal. Und gültig ist das auch noch. Der darf hier parken. Der darf auch hier parken. Dann gehen wir mal ein bisschen gucken, was wir hier so haben, wa? Hier hinten, der sieht auch erstmal gut aus. Bisschen weit weg vielleicht von der Wand. Montags darf hier nicht geparkt werden. Wir haben nicht Montag, wir haben Mittwoch. Von daher alles gut. Wie sieht das da aus? Grün. Perfekt. Ja, wird heute eine entspannte Runde, würde ich sagen. Keine seltsamen Verkehrsteile, sondern einfach nur ein bisschen die Parkuhren kontrollieren. Auch solche Tage gibt es. Das ist ja, also wenn mich dieses Spiel hier eins gelehrt hat, dann, weil es ein bisschen weit weg, ne? Gilt das? Naja. Dann, dass das Leben eines Streifpolizisten nicht so actionreich ist, wie Hollywood das uns immer suggeriert. Also, der steht aber, ne, der steht nicht auf dem Bürgersteig. Alles gut. Da kann ich auch nichts gegen sagen. Was? Hallo Officer? Wer war das? Hi. Nein, nicht ansprechen. Ich wollte nur Hallo sagen. Hier auch Hallo gesagt. Da Hallo. zurückgrüßen. So, Verkehrskontrolle, nö, nö, ich bin heute sehr beschäftigt. Ich kann Ich jetzt werde es nicht nicht. rechtzeitig zum Ziel schaffen. Tut mir leid, ich bin halt auch heute zu Fuß unterwegs. Alles gut, alles Unterstützung gut. angefordert. Sind Officer verfügbar? Ein leichter Unfall. Nur wenn er in der Nähe. Ich Nee. kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Nee, ich kann gerade echt nicht. Ich bin echt busy. Alles gut, wer beschwert sich denn? Oh, hier, aber er hier. Können Sie das übernehmen? Nee, Ich kümmere jetzt mich gerade gerade um nicht. etwas Ich muss hier gerade anderes. einen Strafzettel verteilen. Falsch parken, weil du auf dem Bürgersteig stehst und das darfst du nicht. Zack. So. Bäm, erster Strafzettel verteilt. Der Deutsche in mir freut sich. Was? Räume die Unfallstelle? Gab es hier einen Unfall? Oh ja, da, oh, ach du Scheiße. Ach, ja, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr vordrücken. Ich habe jetzt aber auch keine Sachen dabei. Okay, gut, dann müssen wir es halt so regeln. Guten Tag, was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Okay. Gut, wir haben hier mehrere Verletzte, die sollen wir zuerst mal Ich habe hier eine Person mit abtransportieren. Verletzungen, Rettungswagen erbeten. So, der müsste jetzt gleich kommen. Das Auto ist mal richtig wurstig kaputt. Fotokamera. Erstmal Fotos machen. Zack. Zack, das ist auch kaputt. Sind Officer verfügbar? Wir brauchen Unterstützung. Ne, jetzt gerade nicht. Ich Ich bin kümmere mich gerade gerade um ein echt. anderes Immer noch Problem. Geschockt. Mir geht's aber gut. Das Der ist Schock ist gut. größer als der Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, Doc, das kriege ich hin, denke ich. Das ist doch schön. Okay, Doc, das kriege ich hin, denke ich. Wir haben eine Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Tja, das ist euer Problem. Ich bin gerade echt beschäftigt. Entschuldigung, dürfte ich hier einmal. Ist aber auch geil, dass da Leute so auf der Straße rumliegen und die anderen so, oh, ich habe hier gerade eine wichtige WhatsApp-Nachricht bekommen. Ich kann jetzt nicht. Das ist aber auch alles, was ich fotografiere. Blub. Sie brauchen zu lange, um dort anzukommen. Wir senden eine andere Einheit. Das ist gut. So, nimmt der Rettungswagen jetzt gleich alle mit oder nur den einen? Sonst muss ich noch fünf Rettungswagen holen. Ich fotografiere den auch mal Dann einfach nur schauen wir so. mal. Können Sie mich Ah hören? ja, okay, Ich bin immer noch perfekt. geschockt. Mir geht's aber gut.
Gut, dann wollen wir mal gucken. Offensichtlich sind die beiden, die hier noch stehen, die Leute, die das hier verursacht haben. Guck mal, da ist das. Das kann ich auch noch fotografieren. Die Bremsspur, oder? Ah, die habe ich schon. Okay, gut. Dann, was ist denn hier passiert? Erstmal Den Führerschein und Führerschein Fahrzeugpapiere. und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Ja, danke. Was haben wir denn hier? Der Joseph Graham, alles klar. Der Joseph Graham. Das ist auch alles noch gültig und schön. Läuft alles erst 25 ab. Beziehungsweise der hier. Ablaufdatum 8.10.24. Ach, 24. Wir haben ja 22. Ich habe das leider mit dem echten Leben verwechselt. Okay, hier, bitteschön. Dann würde ich Sie gerne mal Okay, dann befragen. schauen Sagen wir Sie mal. mir, was Sie gesehen Können Sie haben. mich hören? Ich Es habe tut das weh, aber Tempolimit eingehalten. Es geht schon. Was ist das Okay, gut. Tempolimit Können Sie eingehalten? Okay, selbst jetzt ist doch gehen? schon mal was. Können Ist wir die einmal Kraftwagen alle Alkoholtest wieder machen? Ich nehme nur eine Ja, Probe, um zu ich kann prüfen, ob Sie aufstehen. unter Alkoholeinfluss Ich komme gefahren sind. mit. Nur mal so. Nur, ja, das ist auch in Ordnung. Gar kein Thema. Andere Drogen vielleicht? Einfach Ich der nehme nur eine Vollständigkeit Probe, um halber. zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Guck mal, lustig, dass man Drogentest an der Stirn macht. Alles klar. Gut, dann lasse ich dich jetzt erstmal. Danke. Mal gucken, was die Frau hier zu sagen hat. Ihren Ausweis und Ihre Fahrzeugversicherung bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Ja, hau raus. Was haben wir denn da Schönes? Julia Bianchi. Ja, sicher. Wer kennt sie nicht? Ja, auch alle. Warte mal. Aber das ist wirklich abgelaufen. Guck mal, 16.04. 22, das ist abgelaufen. Ist abgelaufen. Dein Ausweis so nicht, aber das andere. Da gibt es erstmal einen Strafzettel für Fräulein. Verstoß bestrafen. Fahrer, kein Versicherungsschutz. Ich muss Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld belegen. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ja, komm, wie für so viel? Was ist denn überhaupt passiert? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich war ganz in Gedanken versunken und habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Vergessen zu blinken. In Ordnung, ich Alkohol? werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nö, das ist in Ordnung. Also schon mehr als der andere Typ. Ich werde eine Aber Probe du hast ja auch nehmen, um zu gesagt, sehen, du ob hast Sie nicht von den geblunken, ne? Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Eieieiei, du bist auch noch unter Drogen gefahren. Sind Officer verfügbar? Ah. Wir brauchen Unterstützung. Nein. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Ich würde ihm gerne Handschellen anlegen. Weil. Ja, Cannabis oder Amphetamin? Habe ich jetzt nicht mehr. Ich glaube Sie sind Cannabis. unter dem Einfluss von Nein! Cannabis gefahren und sind daher festgenommen. Bitte gehen Sie auf den Das Bürgersteig. ist ärgerlich. Ich kenne mich mit Drogen halt echt nicht aus. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Alles klar. So, halt. Brechen Sie die Verhaftung ab. Dies ist nicht mehr erforderlich. Danke. Verstanden. Ich rufe den Wagen zurück. Ich lasse dich gleich verhaften, aber erst kriegst du noch deinen Okay, Unfallbericht. hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. So, jetzt wirst du abgeholt. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Perfekt. So, und du kriegst auch einen Unfallbericht und dann kannst du gehen. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay. Danke, Officer. Gerne. Tschüss dann. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, dann würde ich sagen, die Wagen können wir abschleppen lassen, oder? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schickt bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. Ja, please send the tow truck. Hilfe wurde bereits an Ihren Standort geschickt. So. Und was ist mit dir? Du stehst jetzt im Weg. Nee, ich werde gefangen gehalten. Ach, der fährt noch. Okay, alles klar. Ich bin gerade mit anderen Dingen beschäftigt. So, tschüss dann. So, wo sind die Jungs, die sie abholen? Sollten auch gleich kommen. Noch ein Unfall. Bitte kooperieren Sie und Na begleiten Sie mich gut. zur Polizei. Wo denn? Ich übernehme das. 400 Meter. Ach du Schande, das ist ja doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Dip, 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 dip. Ich bin zu Fuß, Leute. Wieso schickt ihr mich 400 Meter entfernt?
Mein Job ist wirklich anstrengend. Habt ihr hier noch einen Unfall? Ist das hier ein Unfall? Es sieht so aus. Was ist denn hier schon wieder passiert? Was genau haben Sie gesehen? Dieser Fahrer sollte als Unfallverursacher verhaftet werden. Er hat keinen Blinker gesetzt. Aber der Blinker ist noch an. Ich möchte bitte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen. Okay, Officer. Bitteschön. Der Bericht ist schon ausreichend. Ach, guck mal. Ist alles im grünen Bereich. Wie sieht's aus mit Alkohol? Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ehrlich, man kann nirgendwo hin hier. Überall ist was zu tun. Naja, okay, das geht. Dann würde ich sagen, hast du erstmal so weit Glück gehabt. Ich gucke mir mal kurz die andere Kollegin hier an. Hi, was ist mit Ihnen passiert? Was haben Sie gesehen? Vielleicht habe ich vergessen, den Blinker zu setzen. Könnte sein. Vielleicht bist du auch besoffen, Ihren so wie Ausweis du darum und wenn möglich einen Versicherungsnachweis wackelst. Bitte sehr, Officer. Hat die Frau da hinten keine Hose angehabt? Gerade? Hinten rechts? War das mit Versicherung? Hast du nicht? Dip, 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 wo ist deine Versicherung? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Das ist gut. Jetzt kümmern wir uns erstmal um deinen Alkoholtest, Fräulein. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ja, du bist betrunken. Tja, Fräulein. Dann nimm dir mal diese Handschellen hier. Alkohol am Steuer. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit am Steuer. Bitte kooperieren Sie. Bitte, nein! Doch, doch. So, ich habe hier einen Bericht für dich. Alles klar, hier ist der Unfallbericht. Den stecke ich dir in die Bluse oder in den Hintern, je nachdem. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstärkung benötigt. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. So. Und was ist mit dir? Du bekommst auch einen Unfallbericht. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Das wird sehr hilfreich sein. Und tschüss dann. Ey. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Ich habe gerade bei dir geparkt, Partner. Bin gleich da. Das ist gut. So, und dann müssen wir den Wagen hier leider abschleppen lassen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen leisten? Sie keinen Widerstand, dann steigen Sie in den Polizeiwagen. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Perfekt. So, dann gehe ich jetzt dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Der andere Unfall muss jetzt ein bisschen gewartet haben. Machst du nix. So. Noch 200 Meter. Hoffentlich unterwegs nicht allzu viel Gelumpe. Ich wollte eigentlich nur Strafzettel aufstellen heute, ne? Nur Strafzettel aufstellen. Es hätte so ein ruhiger Tag werden können. Aber nein, nicht in dieser Stadt. Nicht in dieser Stadt. Entschuldigung, gegen die Fahrtrichtung parken, das geht überhaupt nicht. Strafzettel, Position, Ausrichtung, falsche Fahrtrichtung, zack. Ja, tut mir leid, aber dann fällt einem Blinden auf. Officer? Ja, Tag, hi, Moment, ich muss kurz Hallo zurück sagen. Hallo, tschüss. So, das ist wichtig, es gibt Punkte halt. Ich habe jetzt die Hirschstatue entdeckt. Oh, da. Oh, die ist aber schön. Guck mal, die Hirschstatue. Habt ihr die schon gesehen? Ah. Oh. Ah, oh, ist die schön. Ah, oh, guck mal. Die Hirschstatue. Krass. Okay, genug bewundert. Ab geht's. Lalala, lululu. Ich bin ein Polizist. Eine Polizeifrau. Fachmann. Angestellte. Guten Tag. Ah, ja. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Alles klar. Erstmal mache ich jetzt Fotos. Habe ich gerade ein gigantisches Bein gehabt? Ich habe gerade ein gigantisches Bein gehabt. So, das sieht doch schon mal hier nach kaputt aus. Da auch. Zack. Aber hier für eine Bremsspur. Die ist offensichtlich irrelevant. Oder ist hier aus dem Winkel nicht drauf? Oh, da war sie. Da, zack.
Hier gibt es nichts zu sehen. Nicht, was ist denn los? Ist das Auto so uninteressant? Oh, entschuldigt. Oh. So, was ist denn passiert hier überhaupt? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Okay. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Wenn möglich, die Fahrzeugversicherung bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Danke. Lass mal schauen. Der Bericht ist ausreichend. Das ist schon mal was. So. 24 ist alles gut. 23 ist alles gut. Kriegst du erstmal wieder. Nicholas. So. Hättest du kurz was gegen den Alkoholtest? Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Alles klar, Nicholas. Du siehst mir aber schon nach Drogen aus. Hast du Drogen bitte genommen, Nicholas? Sie eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Aha, THC. THC, ich hab's gesehen. Du hast Cannabis konsumiert. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Und ob ich das tue, du alter Kiffer, du gehst in den Knast. War ich das so fotografiert eigentlich? Nee. Zack. So. Guten Tag. Also macht sich keine Sorgen, der andere hat gekifft, aber was ist Ihre Aussage? Das ist ein Notfall. Deswegen bin ich so schnell gefahren. Es tut mir leid, Officer. Ja, beide verkackt. Der eine blinkt nicht und ist bekifft. Der andere ist zu schnell gefahren. Wenn möglich, einen Versicherungsnachweis. Würden Sie bitte die Dinger rausnehmen, wenn Sie mit der Polizei sprechen? Vielleicht? Dummer Baba. Hör mal, Dummer Baba, was ist mit deinem Versicherungsschutz? Hast du auch nicht? Da, 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 da. Der Fahrer ist ohne Versicherungsschutz unterwegs. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? Warum ist das so teuer? Hast du gesoffen? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Was? Brieftaschen? Du hast gerade einen Diebstahl beobachtet. Hilft dem Bürger, den du den Dieb verfolgst? Wo denn? Oh, da. Oh mein Gott. Warte, ich muss hier weg. Ja, ja, F weiter. Komm gleich wieder. Wo ist die Frau hin? Da hinten. Einen Moment. Ja, ja, schon dabei. Gott, ist die schnell. Oh nein, jetzt habe ich den Unfall nur halb aufgenommen. Ach, verdammter Brieftaschendiebstahl. Aber wart's nur ab, ich krieg dich. Ich hab's gesehen. Unsere erste Verfolgungsjagd und sie ist gähnend langsam. Hinterher. Ich sehe dich doch. Komm her! Halt! So! Mussten Sie mich so hart zu Boden werfen? Und ob ich dich so hart zu Boden werfen musste? Junge Dame, was ist hier los? Erstmal gibt's Handschellen. Wegen Flüchten? Sie sind wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsmaßnahmen verhaftet. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Ja, so einfach ist das, Fräulein. Geh auf den Bürgersteig. Und nicht wieder wegrennen. So, das hätten wir schon mal. Weiter geht's. Wo bist du? Da. Ich möchte deinen Personalausweis sehen. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Wo hole ich den her? Der Ausweis ist abgelaufen. Auch das. Was stimmt denn nicht mit dir? Mann. Einmal durchsuchen, bitte. Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Die gestohlene Geldbörse. Bringen Sie die Besitzer zurück. Alles klar, das machen wir. Ich würde dich gerne inhaftieren lassen. Eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Sehr gut. So, und dann suchen wir mal die Frau von gerade eben.
War das da hinten irgendwo? Sonst behalte ich die Brieftasche jetzt einfach. Was lange gebraucht? Das Opfer hat beschlossen zu gehen. Oh, okay. Gut. Aber das war hier, an dem Hirsch. Es ist weggelaufen. Na gut. Das konnte ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich habe einen Unfall gehört. Ja, da ist er wieder. Alter Falter. Würdet ihr bitte alle aussteigen? Ja. Recht so. Ah, was ist denn hier schon wieder passiert? Könnt ihr alle kein Auto fahren in dieser Stadt? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin eine erfahrene Fahrerin und ganz normal gefahren, Officer. Schon mal mit Kopfhörern gefahren. Das macht man schon mal als erstes nicht, Fräulein. Bitte. Ja, natürlich, Officer. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Ach, die Elena Novak, Organspenderin. Das ist schon mal gut. So. Hast aber Glück gehabt, ne? Dein Ausweis hält noch ein paar Tage. Da wirst du demnächst was tun müssen. Na gut, hier, ich das schon mal wieder. Du riechst nach Alkohol übrigens. Darf ich mal bitte testen? Kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Und ob du betrunken bist, das ist für dich eine Freifahrt ins Kittchen. Dip, 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 dip. Hast du noch mehr Drogen genommen? Verhaften, verhaften. Nee. Oh. Nur Alkohol. Du Loser. Ja, ich würde dir auf jeden Fall Handschellen anlegen, weil du Alkohol am Steuer getrunken hast. Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Bitte, Officer. Ich hab doch nur gesoffen. So. Was ist mit dir Schönes? Erzähl mal, was du gesehen was hast. Haben Sie gesehen? Diese Person ist in Schlangenlinien gefahren. Na, ja, das würde mich nicht wundern. Ihren Ausweis. Ist denn mit dir alles in Ordnung? Tut mir echt leid, aber auch dich muss ich jetzt leider komplett durchüberprüfen. Liam Outer? Hast du einen gefälschten Ausweis dabei? Du siehst nicht aus wie ein Liam. Kann dir aber keine Handschellen andrehen. Fahrer? Ich würde dich jetzt echt gerne. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, aber ich habe keine Handschellen mehr. Ah, ist aber knapp. Okay. Okay, pass auf, wir machen das so. Ich gehe jetzt eben die da hinten einweisen lassen. Ich mache kurz ein paar Fotos für den Bericht. Und dann wird die Frau da hinten abgeholt. Und danach bist du dran. Sobald ich meine Handschellen wieder habe. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden. Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Eine Verkehrskontrolle kann ich jetzt gerade echt nicht gebrauchen, Leute. Es zuckt die ganze Zeit. Na gut, so. Sie brauchen zu lange. Die Anfrage war, kann jemand, nicht können Sie. Mich nicht um alles kümmert, Leute. Naja, noch streckst du dich und bist guter Dinge. Gleich wirst du verhaftet. Sei du, dass ich keine Handschellen mehr habe. Ehrlich, wieso habe ich denn keine Handschellen mehr? Ich muss einfach mehr Handschellen mitnehmen. So. Hier ist Ihr Unfallbericht. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Vielen Dank, Officer. Gerne. Und dann würde ich dich gerne abholen lassen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Das ist schon mal gut. So, dann lassen wir das Auto abschleppen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schickt bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. So, dich würde ich jetzt echt gerne mal verhaften, aber ich habe keine Handschellen mehr. Du hast echt Glück gehabt. Kann ich dich doch nicht suchen? Ich werde sie abtasten, für den Fall, dass sie etwas Illegales mitführen. Ich habe dich jetzt echt auf dem Kieker und ich würde dich echt gerne verhaften. Eine Gegenstände gefunden. Ach, guck mal, jetzt habe ich wieder Handschellen. Das ist doch schon mal gut. Zack, zack, wegen gestohlenem Personalausweis. Sie sind festgenommen, da Sie einen gestohlenen Ausweis mitführen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Gott sei Dank. Officer.
Gott sei Dank sind noch ein paar Handschellen in meiner Tasche gespawnt. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Gott sei Dank. So, und dann wollen wir das hier auch noch abschleppen ein lassen. Fahrzeug muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Sauber. So. Dann gucken wir mal noch, ob wir noch ein paar Altparker sehen. Guck mal hier, der hier. Der darf doch hier überhaupt nicht parken. Das ist doch hier eine Bushaltestelle. Da ist nichts mit parken. So, zack, direkt Abschleppwagen. Ich habe hier rufen. Einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Und für ihn hier gilt das Gleiche. Der kriegt aber noch einen Strafzettel, weil ich jetzt einfach schlechte Laune habe. So. Zack. Und dann wird er auch abgeschleppt. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Oh nein, meine Schicht ist schon um. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Pommersche aus dem Buchenrauch, naturgewürzt und da schmeckt man auch. Das hat sich so in mein Gehirn gebrannt, ne? Damals, als noch extra Werbung mit Lieder bedacht wurde. So, gucken wir mal kurz auf mein Handy. Alles aufregend, perfekt. So, wir haben. Guck mal. Guck mal, wieder Level Up. Wir können jetzt auch nach Conway. Wer kennt sie nicht, die Nachbarschaft Conway? Mega. Okay, was können wir noch? Das war's. Alles klar, dann würde ich sagen, wird die nächste Schicht in Conway stattfinden. Vielen Dank, dass ihr mir heute zugeschaut habt bei Police Department Bla Officer Gelumpe. Hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht mit euch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.